Hallo, ich bin der Matthias, Biersommelier und heute mal wieder bei Getränke Werner in Recklinghausen am Ohrweg. Das, was ihr jetzt vor euch seht, ist für mich auch etwas sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Heute geht es mal um Malztrunk. Denn ich werde oft gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Malzbier und Malztrunk? Gibt es da einen Unterschied? Klar, den gibt es und den erkläre ich euch gleich. Viele von diesen Bieren werdet ihr vielleicht gar nicht kennen. Bekannt als Malztrunk und früher hieß es tatsächlich noch Malzbier, war zum Beispiel das Vitamalz. Heute wird es von der Krombacher Brauerei gebraut. Viele von euch kennen vielleicht auch noch das Flensburger oder vielleicht noch von der Feldschlösschen Brauerei einen schönen Malztrunk. Und zwei oder drei Biere werden wir gleich einfach mal probieren. So, wir haben hier verschiedene Malztrunke, kein einziges Malzbier. Und viele von euch werden wahrscheinlich noch das Vitamalz kennen, das früher tatsächlich auch als Malzbier bezeichnet wurde, aber schon immer ein Malztrunk war. Das möchte ich gleich natürlich mal probieren, um vielleicht wieder so Kindheitserinnerungen zu wecken. Dann möchte ich mit euch ganz gerne mal von Pinkus Müller das Honigmalz probieren. Denn das ist doch wieder etwas ganz Besonderes, weil wir da Honig noch mit drin haben. Und außerdem kommt es aus einer nordrhein-westfälischen Brauerei, ganz aus der Nähe, aus Münster. Und ich als Bierbotschafter von Nordrhein-Westfalen muss das natürlich jetzt unbedingt probieren. Bevor wir jetzt den Malztrunk probieren, muss ich ja auch noch den Unterschied erklären zwischen Malzbier und Malztrunk. Also ein Malzbier hat einen Alkoholgehalt von in der Regel bis zu 1,5 Volumenprozent Alkohol und darf außer den natürlichen Zutaten nach dem Reinheitsgebot keine weiteren Zutaten enthalten. Beim Malztrunk sieht es wieder anders aus, denn hier dürfen wir noch Zucker mit dazugeben, meist als Fructose-Glucose-Sirup oder bei Pinkus Müller ist es echter Honig. Und der Malztrunk ist alkoholfrei, was in dem Fall heißt, bis 0,5 Volumenprozent Alkohol dürfen drin sein. Es gibt aber auch einen Malztrunk, wie zum Beispiel vom Vitamalz, wo hier auch drauf steht 0,0 Volumenprozent Alkohol. Und die schreiben darauf garantiert alkoholfrei, wobei sich die Angabe dann einfach nur um 0,5 verschiebt. Denn wo 0,0 drauf steht, darf dann wieder 0,05 Volumenprozent Alkohol drin sein. Aber 0,5 Volumenprozent Alkohol gilt als alkoholfrei, denn so viel Alkohol können wir ja auch im Joghurt oder im O-Saft oder auch im Apfelsaft drin haben. So, Vitamalz ist ja so der Klassiker, der in den 70er Jahren auch noch im Fernsehen ordentlich beworben wurde. Immer so in der Werbepause nach einem Bonanza-Film zum Beispiel. Da habe ich das als Kind sehr, sehr gerne getrunken bei meiner Oma, denn zu Hause gab es so einen süßen Kram nicht. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dieser Malztrunk, der ist recht dunkel von der Farbe, man kann kaum durchschauen. Trotzdem ist dieser Malztrunk, ich bin immer dabei, oder fast gewillt Bier zu sagen, aber Malztrunk, dieser Malztrunk ist trotzdem klar von der Farbe, hat eine ordentliche Schaumkrone, die jetzt in dem Glas nicht allzu stabil ist, ist recht grobporig. Ah ja. Und dieser Malztrunk, der riecht so wie ein Pferdestall. Man kann also richtig das volle, strohige Aroma des Malzes riechen. Es riecht hier so wie in einer Brauerei, wo gerade eingemeischt wird. Also da, wo gerade Wasser mit Malz zusammengebracht wird, wo eine Temperatur erhitzt wird, um eben den Malzzucker aus dem Malz herauszulösen. Und genau diesen Moment haben wir jetzt hier im Glas drin. Wir riechen keinen Alkohol, wir riechen natürlich keine Hopfennoten, obwohl ein bisschen Hopfen auch noch mit drin ist, um eben einen bierähnlichen Geschmack doch noch irgendwie reinzukriegen. Aber dieses volle Malzaroma, dieses vollstreuige Aroma und ein leicht karamellartiges ist hier voll drin. Oh ja, wir haben ja ein schönes Wechselspiel immer von diesen malzigen, strohigen Aromen und von dieser Zuckersüße. Das wechselt immer hin und her. Also ich merke immer jetzt Malz, dann merke ich sofort dann die Zuckersüße, dann wieder das Malz. Also es ist eine reine Karussellfahrt hier bei dem Malztrunk von Vitamalz. Und ich finde, es schmeckt tatsächlich noch so wie früher, als ich noch Kind war. Das weckt jetzt dann doch Erinnerungen und ich werde mir gleich sicherlich einen Kasten davon mitnehmen. Was natürlich jetzt aus diesen Malztrunken heraussticht, ist dasjenige von Pinkus Müller.
Markus Honigmalz. Sieht auch schon sehr schön aus. Ne? Die Brauereichefin hat übrigens dieses Etikett gestaltet und gezeichnet. So, das möchte ich jetzt natürlich besonders gerne probieren, weil wir hier im Gegensatz zu den anderen Bieren keinen Glucose-Fructose-Sirup drin haben, sondern zur Süßung echten Honig. Und wir sehen schon, das Bier ist dann doch etwas heller als so der Malztrunk, den wir sonst so kennen. Der Schaum wesentlich feinporiger, auch etwas heller. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Duft. Der Schaum ist jetzt zwar sehr, sehr schön im Glas zu sehen, trotzdem wirkt er ja als Aromabremse, denn ich kann jetzt von diesem Malztrunk gar nicht so viel riechen, denn diese Aromastoffe aus dem aus der Flüssigkeit kommen ja durch den Schaum gar nicht so doll nach oben. Trotzdem versuche ich es einmal. Ja, und ich kann, ähnlich wie gerade beim Vitamalz, auch dieses strohige Aroma riechen, das jetzt so vielleicht auch so ein bisschen an Hafer erinnert, eben auch an, wieder an diesem Pferdestall oder mich jetzt natürlich auch an ein Sudhaus, wo gerade frisch eingemeischt wird. Aber hier kommt dann doch eine ganz, ganz leichte, zarte Süße nur durch. Das ist keine Süße, die mit dem Hammer auf den Kopf knallt, sondern sehr, sehr schön, sehr, sehr schön eingebunden ist in dieses, ja, in dieses Malzaroma. Das ist toll. Wenn ich den Malztrunk jetzt im Mund habe, kommt diese Honigsüße richtig toll durch. Die unterstreicht, also auch, ja, sie ist unheimlich cremig auch und ja, und ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich ja einen Löffel Honig getrunken. Und unterstrichen wird das auch durch diese ganz, ganz tolle, feine, sehr, sehr feine Kohlensäure von diesem Pinkus Müller Malztrunk oder Honigmalz. Ein sehr, sehr gelungener Malztrunk, den ich auf jeden Fall auch probieren würde. Und wenn wir jetzt wieder zu meinem Lieblingsthema Food Pairing kommen, ja, dann würde ich das Bier doch tatsächlich nicht zum Essen trinken, sondern in einer Speise verarbeiten. Denn das Tolle jetzt am Malztrunk ist, dass wir dort keine Bitterstoffe haben. Ja, anders als beim Pilz, wo dann diese Bitterstoffe nachher auch in die Speise mit übergehen, wenn wir die mit verkochen zum Beispiel, haben wir diese Stoffe überhaupt gar nicht drin. Also keine Bitterstoffe, sondern wirklich eine reine, tolle Malzsüße und beim Honigmalz von Pinkus auch noch ganz, ganz tolles Honigaroma. Und wenn wir jetzt hier einen schönen Braten machen und den dann den Braten dann mit diesem Honigmalz oder auch vielleicht mit dem Vitamalz dann schön übergießen, kriegen wir ein ganz, ganz tolles, schönes, ja, mürbes Fleisch hin und unterstützen auch noch im Bratprozess noch die Entstehung der ganz, ganz tollen Karamellaromen, weil wir hier auch noch eine ordentliche Zuckersüße mit drin haben. Und wenn die karamellisiert, wird das ein ganz, ganz tolles Gericht. Probiert es mal aus. Prost! Wenn ihr euch auch mal rantrauen wollt an einen Malztrunk, dann kommt doch zu Getränke Werner in Orweg. Ihr seht ja, es gibt ja eine unheimlich große Auswahl und Unterschiede gibt es beim Malztrunk natürlich genauso wie auch bei den Bieren.